herzliche Grüße aus Chemnitz, natürlich wieder von der Brückenstraße. Und ja, heute wieder gute Stimmung und sind natürlich etliche Leute hier wieder mit dabei. Und so sieht es aus. Der Micha redet gerade, keine Musik, das ist schon mal gut. Vorhin musste ich mit meinem anderen Handy, musste ich da mal eine kleine Pause einlegen, beziehungsweise vorne an den Trommler sein, also an, in der Nähe der Trommler. Als zu verhandeln und andere Dinge zu tun, dafür gehen wir auf die Straße, damit das beendet wird, damit die vielen dasselbe in diesem Land endlich wieder ihren eigentlichen Job nachkommt und uns ordnungsgemäß, wahrheitsgemäß informiert, statt das eine dem anderen abschreibt und alles nur gleichgeschaltet ist. Zum Glück gibt es ja mittlerweile so viele andere Medien, denen man auch hinterher schauen kann, wo eben nicht. Hallo! Grüß dich! Grüßt euch, hallo. So. Hallo, grüß dich. Ja, also das war der Montagsprotest und die gehören nicht ganz zu, mit dazu. Die sind für unsere Sicherheit. Also wie gesagt, ja, also bei der Gelegenheit, Nazis raus, hat ja immer aus dem Auto geredet oder gerufen. Das sind die ganz Verblendeten. Das war sicherlich einer, der 3 Jahre lang eine Maske getragen hat. Sauerstoffmangel in der Birne und dann kommt eben sowas raus. Also wie gesagt, werden dann andere als Nazis betitelt, die es überhaupt nicht verdienen, das zu sagen. Also wie gesagt, solche Leute gibt es eben auch. Aber das klären wir heute nicht mehr ganz. Aber wie gesagt, Montagsprotest hier heute in Chemnitz. Macht schön gut und haltet zusammen. Man sieht sich auf der Straße. Tschüss.